In meiner Reihe Ein Stempelset, 5 Ideen zeige ich dir heute die fünfte Idee mit dem Stempelset Kleine Therapie. Es ist diese Teebeutelverpackung, die hast du vielleicht schon mal in ähnlicher Form irgendwo gesehen. Und ich zeige, wie du rationell und sparsam aus einem A4-Blatt gleich 5 solche Verpackungen basteln kannst. Außerdem brauchst du noch etwas Klebstoff, Designerpapier, weißen Farbkarton, ein Bändchen und das Stempelset. Wie es geht? Das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Teebeutel, Verpackungen, Karten, Büchlein, was auch immer. Heute gibt es die Teebeutelverpackung, die aussieht wie ein Teebeutel. Und ich bastel gleich 4 Verpackungen bzw. zeige dir, wie du schnell 4 Verpackungen basteln kannst. Alle verwendeten Materialien und Werkzeuge kannst du direkt über meinen Online-Shop bestellen. In der Beschreibung unter dem Video siehst du einen Link. Schau einfach drauf, wo du hingeleitet wirst oder frag mich direkt an. Okay. Für unsere Teebeutelverpackung, in dem Fall für 4 Stück, brauchst du ein Stück Farbkarton in den Maßen 21 x 28 cm, kürze ich also gleich hier hinten noch. Und wenn wir es gleich wirklich sparsam und rationell machen wollen, 2 Streifen, einmal in Grundweiß, ein Streifen in 7 x 26 cm und ein Streifen in Designerpapier, ebenfalls in 7 x 26 cm. Okay, dann fangen wir mal an. Ich kürze den Farbkarton auf 28 cm, dass mir hier auch wirklich kein Fehler passiert. Dazu ziehe ich das Beinchen vom Papierschneider raus und schneide hier den Streifen von 1,7 cm ab. Braucht man sicher noch für irgendwas. Schneideklinge kommt jetzt beiseite. Und damit das schnell und sparsam und rationell geht, wie wir vorhaben, machen wir die Faltungen gleich in einem Satz. Und zwar ziehen wir uns zuerst an der kurzen Seite eingelegt, hier drüben bei 3,5 cm eine Falz. Die muss gar nicht so stark und ausgeprägt sein. Das ist einfach eine Markierung. Die nächste Falzlinie ist bei 11 cm. Dann haben wir eine bei 12. Und noch eine bei 13 cm. Wenn du übrigens das Gefühl hast, du bist es exakt und 100 pro Grade und bist dir nicht sicher, dass du es gerade angelegt hast, lässt du den Streifen dran, der ganzen Länge, mit den 29,7, könntest du dann hier unten auf der Markierung unten, warte mal, jetzt müssen wir sie ja mal zeigen, hier unten könntest du dann genau prüfen, dass es auch gerade liegt. War jetzt nochmal so nebenbei. Okay, und dann schneiden wir uns hier Streifen von 7 cm ab. Im besten Fall bleiben 7 übrig. Das hat schon mal funktioniert. Wenn wir einmal beim Schneiden sind, schneiden wir uns gleich unsere anderen Streifen in Elemente. Die sind also 7 cm breit und 6,5 cm. Die sind jetzt gleich breit alle und in der Höhe 7 cm und in Weiß machen wir das genauso. Ich habe hier Grundweiß 6,5 cm. Jo, dann haben wir die ganzen Elemente fertig und könnten jetzt, ich werde es wahrscheinlich nur mit einem zeigen, die Falz bei 3,5 lassen wir, ist eine Markierung. Hier unten falzen wir einmal nach oben, nach unten und nach oben und nehmen jetzt das Falzbein und ziehen es einfach drüber. Dann ist das wunderbar glatt. So sieht es aus. Wenn du jetzt einen Eckenabrunder hast, ich habe hier noch ein älteres Element, dann rundest du einfach die Ecken ab. Könntest du aber auch mit der Schere einfach ein bisschen abschneiden. So, ist das Element. Was brauchen wir jetzt? Bleistift und Lineal. Irgendwo haben wir es uns hingestellt. Und hier oben bei 3,5
machen wir uns eine kleine Markierung. Wenn du es jetzt nicht genau sehen würdest, dann mache ich einfach nochmal die Markierung bei 3,5, wo wir aber die Falzlinie haben hier links und rechts. Und dann nehmen wir uns ein Falzbein oder ich habe hier den Aufhebhelfer, mit dem kann man auch wunderbar falzen. Und ziehe hier eine Diagonale von den 3,5 in der Mitte, jeweils nach links und rechts zu meinen Markierungen, die ich ja auch von der Falzlinie habe. Die Ecken klappe ich um, dann sitzen die perfekt aufeinander. Und wie beim echten Teebeutel wird jetzt die Spitze hier runter gefalzt. Nun könntest du dir eine Falzlinie ziehen. Wir können es ja mal probieren. Machen wir mal. Wir bleiben ja hier bei 3,5. Also bei 1,75 wäre jetzt unsere Falzlinie. Wobei ich einfach sage, das geht auch so. Aber wir könnten das ja hier wunderbar ablegen. Und 1,75 schätzen wir so ein bisschen. Da ist ja meine Markierung. Gehen wir mit der Falzlinie drauf und falten das hier runter. Dann ist das exakt und sieht super aus. Ja, das, wie du schon dachtest, stecken wir hier oben rein. Innen haben wir Platz für einen Teebeutel und weil es ein bisschen schräg ist, steht der auch wunderbar auf dem Tisch. Und ähnlich wie beim echten Teebeutel nehmen wir jetzt Stanzer, Tacker, glaube ich, ist der offizielle Begriff. Und ein Bändchen, da haben wir ja hier diese wunderbaren Kordeln, Kordel im Kombipack zu den neuen Incolors, die nehme ich jetzt. Habe eine rote Verpackung, also eine rote Kordel, lege mir die hier hinten mittig auf und tacke so rum ran, weil dann habe ich auf dieser Seite den Riegel, da sitzt sie, so mittig wie möglich und mache einfach ein kleines Doppelknötchen. Und dann ist das Element auch schon fertig. Wunderbar, Scheren haben wir schon wieder verschleppt. Hier ist eine. Können wir kurz abschneiden, weil so viel muss das nicht halten. Das hält schon. So, jetzt haben wir unser weißes Stück. Da kannst du jetzt überlegen. Setzt du die Rundung, setzt du es hier einfach ein bisschen tiefer. Ich setze es ein bisschen tiefer und lasse die Rundung mal weg. Und schau mal, dass ich meinen Klebstoff nehme. Wenn ich hier was aufstempeln möchte, um nur den Rand zu verzieren, dann würde ich jetzt natürlich vorher stempeln. Möchte ich aber gar nicht. Ich mache da gleich einen Gruß rein. So, das ist innen. Und außen setze ich das auch so. Und zwar, weil das da oben dann hier drunter geschoben wird, ist dann wieder die Mattung überall in etwa gleich groß. Also setze ich es auch nach unten. Und hier habe ich die Möglichkeit, das einfach noch ein bisschen zu kolorieren. Das ist dieses Designerpapier, auch aus dem neuen Jahreskatalog, heißt elegant gezeichnet. Und da kann ich so ein paar kleine mit dem Blends oder damit, womit du am liebsten kolorierst, so ein paar kleine Elemente einfach setzen. Berücksichtige natürlich, dass ich da dann nochmal die Tasse drauf setze. Also vielleicht gar nicht so dramatisch. Ich habe hier das Sommersorbet. Und muss mal kleine Schrift lesen. Ich habe die Bezeichnung immer noch nicht drauf. Papageiengrün. Genau. Ja, gar nicht komplett, sondern einfach nur so ein paar kleine Elemente. Schon mal berücksichtigen. Ich arbeite ja mit dem Stempelset Kleine Therapie, wo dann ringsrum die Tassen sind. Und du siehst, ich lege hier unter, weil das ist immer vernünftig, weil das färbt ein wenig durch. Auf der Rückseite kannst du dann immer durchsehen und das färbt manchmal auch auf die Unterlage. Ja, da kannst du dich noch mehr austoben. Ich setze das erstmal so drauf, kann das immer noch nachträglich fertig kolorieren, aber so siehst du erstmal, wie der Gedanke ist. Jetzt wird aufgeklebt. Du erinnerst dich, die Felder sind jedes Mal 7. Mal 6,5 cm. Ich setze es nach unten. Ja, und viel mehr passiert ja nicht bei der Verpackung, weil alles andere ist Dekoration. Und du kannst dir vorstellen, das kann ich jetzt mit all meinen insgesamt 4 Elementen machen. Zeige ich dir jetzt nicht der Reihe nach, aber ist klar, du klebst das hier drauf. Vorher gefaltet. Die Spitze oben
einmal rumgefaltet und relativ schnell kannst du große Mengen Teebeutelverpackung machen. Innen rein den Teebeutel fixierst du am besten entweder mit so einem Klebepunkt oder mit einem Streifen, Abreißklebeband oder ja, einfach so, dass es kurz fixiert ist und dass es vielleicht, wenn man ihn rausnimmt, nicht kaputt geht. Also eher ein bisschen locker fixieren hier oben. So. Und jetzt suche ich mir noch eine Tasse. In dem Fall nehme ich mal die schwarze Tasse. Da habe ich hier so ein bisschen verdruckt, macht aber nichts. Weil wir können ja noch ein bisschen mit anderen Elementen arbeiten. Jetzt gucken wir mal, was wir so haben. Ja, wir haben auch eine grüne Zitrone. Könnten wir hier unten gegenlegen. Und dann haben wir diese Schildchen. Auch die benutzen wir. Nehme ich mir aus meinem Stempelset. Manchmal hilft schon Tee oder Werd bald gesund. Je nachdem, wofür es ist. Ich glaube, ich nehme mal Werd bald gesund. Habe ich noch gar nicht genommen. Okay. Und stempel das hier vorne drauf. Auch hier nochmal das Sommersorbet. So, also Stempel putzen. Und ich zeige dir, wie ich das anbringe. Du könntest natürlich auch den Rahmen hier noch stempeln. Gucken wir mal, ob wir das jetzt hier mal so sauber hinkriegen. Einfach gut draufgesetzt. Schwupps, da ist er. Gucken wir mal. Ja, ist gerade so noch. Lassen wir noch durchgehen. So. Siehst du, ich habe schon recht viel gestempelt. Ich mache das hier erstmal zu und zeige dir jetzt, wie ich da oben das Schild anbringe. Der war ja klar. Dann wickeln wir einmal rum. Das setzen wir dann hier drauf. Wir könnten das Teil entweder da oben reinstecken, da so, dass das Ganze noch mal ein bisschen fixiert ist, oder wir stecken es in die Tasse. Also brauchen wir nicht so wahnsinnig viel Band. Ich schneide das jetzt mal hier ab, das reicht in jedem Fall. Und dann habe ich das Schildchen zweimal ausgestanzt. Du kannst es aber auch wunderbar schneiden. Ich arbeite ja gern mit dem doppelseitigen Abreißklebeband. Das klebe ich hier auf die Seite. Innen drauf und auf mein anderes Element nochmal. Das ist das Bestempelte. Und dann wird das einfach abgezogen, die Schutzfolie, dort Teil hier reingesetzt und das zweite Element vorne drauf. Genauso gut kannst du auch mit einem arbeiten, wenn du jetzt hier nicht so massig ausstanzen möchtest. Weißt ja, Schere ist nach wie vor noch benutzbar. Dann einfach ein weißes Blatt Papier dagegen kleben, habe ich glaube ich letztens auch schon mal irgendwo gezeigt. Und dann nachträglich ausschneiden. Alles überstehende abschneiden. Ja, doppelseitiges Abreißklebeband. Nein. Klebepunkte nehmen wir hier, dann gibt das Ganze nochmal eine räumliche Sache. Können wir oben dann den Anhänger, den Teebeutelanhänger wunderbar reinstecken. Und jetzt siehst du, was ich sagte, schau, wo du überhaupt Farbe brauchst. Genau, brauchst du nicht überall. Ja, unten arbeiten wir mit den Zitronenscheiben, bringen noch ein bisschen Farbe ins Objekt. Einmal gelb und einmal grün. Gelbes fixieren wir einfach an der Tasse. So, dass wir da unsere Verstempelung ein bisschen abdecken. Und das Grüne wird mit einem Klebepunkt vorne drauf gesetzt. Abstand. Und der Rest überlappt oben bei der Tasse. Liegt das hier mal so ein bisschen Teescheiben. Zitronenscheiben, jetzt ist der richtige Begriff auch da. Teebeutel rein. Es passen gut die von dieser Marke, Woke heißt mit Teekanne, ne? Ist klar, ist eine Teekanne. Die passen auch noch rein. Ich wollte ja wie gesagt so rationell wie möglich arbeiten. Auch diese Serie passt noch rein. Da sitzen die. Jetzt das Bändchen rum, da oben reingesteckt. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch so ein paar Herzchen. Die kann man auch prima ausstanzen mit den dazugehörigen Stanzformen. Und die sortieren wir uns einfach noch da oben mit hin. Ja, und genauso oder anders dekoriert. Du hast ja da bestimmt Ideen und Möglichkeiten. Werden die anderen drei Beutel gestaltet. Und das Ganze ergibt, wie schon gesagt, vier Teebeutel aus einem A4-Blatt.
Ja, Tierworte sind genug gewechselt. Erklärt habe ich alles. Hier ist also nochmal der Teebeutel mit Pause. Dann mal ran ans Basteln. Ich lege das hier so hin. Den Rest kannst du dir denken. Hier habe ich noch nicht mal geklebt. Da hat wieder sparsam gearbeitet. Möchte ich aber dazulegen. Du siehst schon, ich bleibe hier gerade noch so ein bisschen in den neuen Incolors, weil die haben es mir dann doch angetan. Dachte ich gar nicht. Aber so mittendrin habe ich gemerkt, ja, das macht schon Spaß. Ja, das war die fünfte Idee mit dem Stempelset. Kleine Therapie. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Gib mir gern einen Daumen hoch, kommentiere. Da freue ich mich riesig drüber. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.